Hey ho und willkommen zurück zum Let's Play Genshin Impact, natürlich in 21 zu 9. Und wir sollten jetzt mal die Reise nach Enkanomia beginnen. Falls ihr wissen wollt, wie man da überhaupt, beziehungsweise wie man das alles machen muss und so weiter, empfehle ich euch oben rechts auf das E-Symbol zu klicken. Dann kommt ihr auf die Playlist von Genshin Impact und könnt euch nochmal die letzten 3 oder 4 Folgen anschauen. Damit ihr dann wisst, wie man die Rätsel löst und so weiter und so weiter. Und muss ich echt da einfach reinjumpen? Okay. Und direkt mit Smashen am besten. Zack. Und. Uff. Das war knapp, ey. Okay, hier ist natürlich wieder Wasser. Was sind das denn für Fische? Untersuche die Höhle. Angeln. Ich glaube, das sollten wir mal machen. Jetzt bin ich neugierig. Rochen kann man tatsächlich fangen? Zwar ist das nicht das Ziel, weswegen wir hier sind, aber... Wenn man die Rochen fangen kann und dann nur hier... Wieso eigentlich nicht, oder? Aber nichts geschieht. Na? Köder. Wusste ich's doch. Okay, egal. Lassen wir es. Abbrechen. Ja. Okay, wie sieht denn die Karte aus? Berühre die Steinkarte, um diese Teil der Karte aufzudecken. Aha. Gibt es denn hier irgendwo eine, die man direkt sehen kann? Noch sehe ich nichts. Sangoperlen. Ist auf jeden Fall cool, dass es jetzt eine zweite Map hier ist. Ich frage mich, ob sie dauerhaft ist. Hier ist also Enkanomia. Es scheint aber nicht zu sein. Keine Spur von Zivilisation. Gehen wir mal weiter. Das sieht nice aus. Och, was sind das denn für Viecher? Wo müssen wir denn da hinten hin? Oh, wurde schon gesehen. Ha, Alter. Nee, hier ist ein Teleporter. Bam! Direkt G drücken, okay. Was ist das für ein Lebensbalken? Naja. Tiefseedrachen-Echsen-Urtyp. Ein Raubtier, das in den stockdunklen Tiefen des Wassers auf der Lauer liegt. Es scheint sich an eine unbekannte Kraft in der Tiefsee angepasst zu haben, sodass es auch andere Elemente als die Hydrokraft nutzen kann. Wenn es sich starken Gegner gegenüber sieht, setzt es seinen mächtigen Reinigungsschauer ein. Figuren, die von diesem Angriff getroffen werden, verlieren eine bestimmte Menge an Elementarenergie. Bei unzureichender Elementarenergie verlieren sie LP. Ach nö, das ist wie bei diesen Dungeon-Sachen. Das heißt, ich muss die Ultis sofort usen. Zack, Alter. Weil sonst werden die Ultis nicht Alter. Okay. Einmal runter und dann wieder runter. So. Komm schon. Zack, 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 zack. Zack. Ah, den anderen habe ich aber auch getroffen. Zumindest vereist. So. Zack. Nein. Gib mir deine Sachen. Knochen. Oh. Schön, dass man auch Knochen kriegen kann. Da braucht man nicht immer gegen diese Geo-Echsen zu kämpfen. Eieiei. Zack, zack. Bam. Die Musik ist cool. Zack, haben wir das. Schatztruhe, nice. So, die Karte haben wir halt nicht aufgedeckt, weil der Teleporter hier nicht dazu zählt und keine Steintafel darstellt. Okay, können wir dann immer hier hin? Moment mal, wenn ich N drücke, wie sieht es mit der Karte aus? Da bin ich mal gespannt, also ob das temporär ist oder dauerhaft. Weil wenn es hier solche Monster gibt und es war ein neues... Wäre halt echt cool. More speed. Ja, gib mir dein Seegras. Du. Eye for an eye. Zack. Das meine ich halt in der letzten oder vorletzten Episode. Sie hat so einen verlängerten Arm, weil sie mit dem Fisch so diese Wirbelattacken macht. Zack, zack, zack. Und nochmal Wirbelattacken.
Ach Mist, der war ja nicht im Wasser gewesen. Ich dachte, ich könnte so zweimal hintereinander einfrieren, aber ne. Und zack. Eigentlich wäre dieser bestimmt auch eine gute Wahl. Aber wozu? Mit Eule habe ich einfach mehr Spaß. Deine Knochen. Knochen brauchen wir auf jeden Fall für Ningguang. Und ich glaube auch... Ne, Noel braucht was anderes. Eine Herausforderung. Können wir direkt mal starten. More speed. Wir müssen sprinten. Na, schnell, ich komme hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und jetzt stehe ich wieder voll auf dem Schlauch. Wo ist das nächste? Ne, da oben ist... Mann. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da oben. Also. Ja, jetzt Zeit voll. Zeit und Ausdauer. Schön, dass sie noch so eine Rolle machen kann. Eigentlich wollte ich smashen, damit ich keinen Schaden nehme, aber. Mist. Ich muss einfach nur weiter nach oben klettern. Ich bin echt was Besonderes, wenn es um diese Herausforderung bei Genshin Impact geht. Das kriege ich so schlecht immer beim ersten Versuch hin. Sonst in allen anderen Spielen kein Problem, aber Genshin Impact ist echt was Eigenes. Hier hoch. Ich hätte nämlich einfach weiter nach oben gucken müssen. Das wird knapp. Ausdauer. Wie viel brauche ich? Zwei. Und? Ach, auf die Spitze. So, ich wollte gerade sagen. Zack, kann man da was machen. Das erinnert mich voll stark an hier Black Mesa, was ich halt in 5K gespielt habe sogar. Als wir in Xen waren. Mit den Pflanzen und so weiter. Ja, da ist noch einer. Den will ich auch weghauen und dann... Alle. Hopp. Bam. Ja, dieser macht ein bisschen was, aber... Ich denke... da war ich ein bisschen zu weit weg. Ich wusste nicht, dass er mit seiner Attacke so ein bisschen Distanz aufbauen kann. Zack. Zack, 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 zack. Die Ulti will ich nicht wasten dafür. Dann haben wir halt wenigstens für das ganze Team alle Ultis ready. Und bam, bam, bam. Zack, komm, eh. Und jetzt nochmal. Bam, 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 bam. Zack, zack. Zack. Die Endpose von Euler. Ich finde das immer so gut. Wenn man es genau im richtigen Augenblick nichts mehr drückt. Da macht immer diese Posen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Oh. Du, gib mir deine komische Kristallding. Da ist auch was. Oder sah das nur so aus? Wird's machen. Solange, wenn wir hier sind, ich meine, wieso nicht? Eye for an eye. Muss ich echt warten, bis er aufsteht. Ich meine, Eule hatte hier so einen kleinen Nachteil gegenüber diese Gegner. Und zack, zack, zack. Na gut. Soll ich irgendwie drauf smashen? Na, weiß ich noch nicht. Der hat aber auf jeden Fall kassiert dadurch. Freeze to the core. Wamm! Wie sieht's eigentlich mit Lisa aus? Eigentlich sollte es doch easy sein. Ach, Mist. So, diese Kombination halt. Eis, Elektro. Don't get frostbite. So, und dann mit Euler wegen dem normalen Schaden. Zack, zack. Ja, ich sollte aber auch aufpassen, dass ich nicht kassiere. Und Verwirbelungen. Wie viel hat er noch? Aha, der hat fast nichts mehr. Weil sein Lebensbalken war gerade in seinem Körper versteckt. Ja, komm schon. Zack, zack, zack. Und einmal noch. Bisschen mehr. Ja, komm schon. Zack, zack. So, genau das meine ich, dass sie dann immer so stehen bleibt. So ein Chaos-Apparat, aber leider drei Ultis weg. Nee. What do we have here? Wo komme ich denn da hin? Komme ich dann wieder zurück zum Anfang? Nee, da gehe ich weiter. Okay. Ah, nee, ich bin ein bisschen im Kreis gelaufen. So ein... Nee. Da sind Gespenster. Das müsste man mit... Ah, nee, das sind... Nee, das sind keine Gespenster. Oder? Nee. Das sah für einen kurzen Moment nämlich so aus. So, ich wollte gerade sagen, wo sind die anderen Freunde? Einer alleine definitiv nicht für eine Tour.
Niemals. Ach, Schleim brauchen wir auch. Oh, okay. Ihr wollt? Dann kriegt ihr es. Und zack. Ulti-Ready, Euler wechseln. Die haben mich. Ach, Ulti ist auch ready von ihr. So, kriegen wir von Kay die Ulti. Auch ready. Ja, haben wir natürlich. Zack. Oh, Junge, was ist das? Zack, zack. Noch ein Hit. So. Das auch gemacht. At least good luck doesn't discriminate by clan. Okay. Reisen wir jetzt mal dorthin, dort oben. Weil die Höhle ist ja schon ein bisschen größer und wir sind immer noch eher im Eingangsbereich, so wie es auf der Karte halt aussah, zumindest von den Silhouetten her. Zack. Das hier. Bin mal gespannt, was uns... Was leuchtet? Ich dachte, da oben hätte was geleuchtet. Ein Hieb. Einfach alles weg. Oh, hier gibt es wieder so eine... Ach, durchgesehen. More speed. Ah, soll ich? Eigentlich sollte ich es machen, aber ich will auch hier in der Story weiterkommen. Da ist etwas. Kommen die näher? Sie versuchen es. Oh, sie können es sogar schaffen. Nee, jetzt nicht mehr. Oh, nach all dem Laufen gibt es endlich etwas, das wie die Überreste einer Zivilisation aussieht. Schauen wir uns das einmal genauer an. Ich dachte, ich werde gerade hier attackiert von denen. Okay. Es sieht aber schon cool aus. Also, das gefällt mir auch auf jeden Fall. Also, ich sag zwar oft, dass mir Sachen hier bei Genshin Impact gefallen, aber wirklich, das sind so viele Kleinigkeiten. Einfach, ja, genau richtig. Wieso machen es andere halt nicht? Pfiff. Wie soll ich das machen? Ja, das ist das Problem. Aha, Junge. Ja, das ist so gerade ein bisschen problematisch ohne Amber. Deswegen würde ich es nicht machen wollen. Was sind das für leuchtende Dinge? Ach, das sind diese Schlüsselsymbole, die wir auch in den letzten Episoden gesehen hatten. Sieht echt cool aus. Den Teleporter. Die fünf Runen auf diesem Tor scheinen dem Stil der Schlüsselmuster zu entsprechen. Schauen wir uns um. Aus langjähriger Erfahrung sollte man wieder etwas tun müssen, damit es funktioniert. Scheint auch wie so eine Art Portal zu sein, ne? Ja, aber so ein Scheiter, ist ja klar. Aber ich möchte gerne das hier machen. Und gibt es wieder Challenges. Okay, auf der Karte werden mir einige Sachen angezeigt. Fangen wir hier mit diesen da. Der ganz weit hinten ist an. Ich dachte schon, ich springe gerade irgendwo runter und dann muss erstmal wieder den ganzen Weg hochklettern. Nee. Da sind Truhen. Ach, muss ich denn wieder hier Truhen öffnen und dementsprechend Monster und so weiter besiegen? Das sind diesmal auch Geister und keine Schleimdinger. Zack. Feuer. Okay. Ach, die haben mich gesehen. Ach, hier ist etwas. Aktivieren. Hilf. Okay. Hohe Elementarkonzentration haben zur Erschaffung dieser schwebenden Kreaturen geführt. Sie sammeln bei Erleiden von einzelnen hohen Schadensmengen Wut. Okay, wenn er Wut erreicht, explodiert er und so. Das ist so wie alle anderen, nur halt diesmal ein Feuer. Okay, der nächste ist da unten. Vielleicht locke ich einfach alle zusammen. Wobei, die werden eh wegen der Distanz und der Zeit irgendwann aufhören. Ach, hier so eine Dockingstation. Ja, das gleiche mit Kryo. Okay, was haben wir denn noch? Wo ist das andere? Hier. Bisschen kommt jetzt noch. Ne, Elektro hatten wir schon mal begegnet.
Ja, das können wir so machen. Zack, zack, zack. Uff, jetzt kommen die doch noch. Okay. Aber die haben wir schön besiegt. Und zack. Ah, ich musste loslassen. Ich musste loslassen. Das war wahrscheinlich ziemlich knapp gewesen, aber naja, wie ist eigentlich schlecht, ne? Seegras. Zack, zack, zack. Haben wir das auch. Ich wollte die Sachen einsammeln. Aber gut, wenn wir nur collecten müssen. Zack. Oh nö. Wieder diese Dinger. Vielleicht 4 Stück. 2. 3. Hier ist das vierte. Ausdauer. Ja gut, das ist normalerweise gar nicht so schwer, diese Sachen. 5. Och nö. Auf die habe ich definitiv am wenigsten Lust. So. So, 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 so. Ja, genau. Ah, komm schon, gib mir das Ding. Truhe. I can put these to good use. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Versuch den einen Ding. Ach nee, keine Ausdauer. Zack. Das ist da ganz oben. Oh, hier geht's wieder nach unten. Na, okay, ich baue jetzt mal Ausdauer auf. Wobei. Ich kann den da machen. Der ist ja ein bisschen abseits. In so einer Art Sackkasse. Noch haben die sich nicht getriggert, aber das werden die jetzt jeden Moment machen. So. Genau. An der Wand klebt das ja wieder. Ob die getriggert werden, wenn ich das nehme oder wenn ich zu nahe komme? Komm, nehme ich den Seegras. Seegras und... Jetzt hier nach oben klettern. Ist das... Ja, es ist eine glatte Wand, relativ. Hier hoch. Ach, da oben sind Elektrodinger. Da können wir mal versuchen, ob das so einfach geht. Einfach nur zünden, fertig, oder... Zack. Zack. So, ja, okay. War doch was Einfaches. Nichts mit Reihenfolge, Timing oder sonst was. Okay, wo befindet sich das? Ist auf dieser Höhe. Muss ich einmal rumlaufen. More speed. Na, wo bist du denn? Ach, da. Okay. Wieder ganz viele Symbole. So, als Abkürzung wir jetzt diesen Teleporter nehmen. Boah, die Map ist doch wieder ein bisschen größer. Das wollte ich nicht drücken. Ach, Mist. Warte. Teleportieren. So. Oh. Etwas anderes zu sehen. Ja. Genau, wie ihr hier sehen könnt, ist da nichts. Und da was Tiefes. Au. Oh, interessant. Warte, machen wir jetzt eine Art Zeitsprung oder Weltensprung? Boah, das ist schon cool. Man kann nicht glauben, dass es tatsächlich eine Passage gibt. In Kanomia ist erstaunlich. Das ist alles aber so wie gehabt. Okay. Oh, es gibt doch dieses eine vom Spiel Portal, so ein Mod mit dem dritten Portal. Da geht es ja nämlich auch um eine Zeit. Das ist gerade gleiches Prinzip im Endeffekt, aber nicht so krass halt, ne? Gut, da müssen wir ein paar Sachen bekämpfen wahrscheinlich. Wobei, ich husch einfach mal durch. Zeit ist auch schon ein bisschen fortgeschritten, aber wir sollten vielleicht so eine der Stationen erreichen. Klick, kling. Das ist schon interessant. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wenn ich nicht durch das Portal zurückgehe, kann ich denn zurück nach Hause? Also klar, wie immer, ich kann mich teleportieren und so, aber darum geht es mir halt nicht. Okay, hier geht es tiefer. Wird wahrscheinlich wie in Inazuma sein, hier auf der... Oh! Alter! Hat schon Schaden gemacht. Wo dieser eine Boss ist, wo in so einer Unterwasserhöhle, die richtig tief und lang ist und ziemlich weit weg von der Küste entlang läuft.
Zack, zack, zack. Vielleicht kriege ich was aufgebaut vom Leben her. Ja, ein bisschen habe ich ja was, glaube ich. Zack, zack. Zack, zack. Na komm schon. Irgendwie noch ein bisschen an Leben kommen. Na, Alter. So, muss ich das vielleicht so machen. Und dann, weil Lisa kann ja immer heilen. Zack. Nee, war auf jeden Fall nicht so sinnvoll. Ich brauche mehr Gegner einfach. So, Zack. Zack. Wieder so ein. Eins ist schon ausgepackt. Oh, was ist das denn? Cool. Gibt es hier noch so eine Schlange? Nee, okay. Dann weiter im Text. Geht zu dem Tor. Ach, da hinten. Ja. I must leave no stone unturned. Der Falter. Die sind schon aggressiv. Was sind das für goldene Dinger hier? Hier sind noch mehr Statuen. Ach, kann man die nicht kaputt machen? Hätte ja sein können, dass es irgendwie so ein spezielles Ding ist. Alter. Ich würde es gerne ohne die Gegner hier haben. Ach, ihr kommt nicht näher. Ja, jetzt geht ihr. Okay, genau darauf habe ich gewartet. Überall so Schlangen als Köpfe. Der Schlüssel zur mondbeschienenen Tiefe sollte wohl hier benutzt werden. Okay. Machen wir mal. Willst du wirklich Schlüssel zur mondbeschienenen Tiefe verbrauchen? Heißt das, man kann das sammeln? Naja. Es gibt also einen riesigen Raum unter Watasumi. Holy, das sieht echt nice aus. Jetzt ist das alles aber über den Wolken, in Anführungszeichen. Es sieht so aus, als sollten wir diesen Platz in der Mitte anstreben. Hier würde ich auch sagen, ne? Nun, Yuki, lass uns einfach stetig vorwärts gehen. Die Ruinen dort drüben sehen näher aus, also sollten wir mit der Erkundung dort beginnen. Das Vorhandensein eines Gebäudes bedeutet, dass jemand dort war. Und wenn jemand dort war, hätte er diese Art von Notiz hinterlassen. An solchen Orten mit viel Papier ist es am einfachsten, Hinweise zu finden, die man einfach nicht lesen kann. Dann dam. Ja, trägt man das Ziel. Prüfung von Drachen und Schlangen. Geht zu der Ruine. Wir haben aber immer noch keine Steintafel gefunden, ne? Um die Karte aufzudecken. Okay. Muss ich denn gleiten? Ich muss wahrscheinlich gleiten. Oder gibt es da wieder diese Windstoßdinger, die uns dann wieder hochdrücken können? Wobei. Ach, ich kann das Ding erreichen. Okay. Hätte von der Distanz ein bisschen knapp sein werden können, aber. Oder? Boah, irgendwie muss ich gerade hier an diese Serie denken. Hier. Gott, wie hieß denn die? Made in Abyss. Wo wir auch einfach im Anime immer tiefer und tiefer reisen sozusagen, um da anzukommen. Was ist das denn? Oh, es fliegt weg. Ich dachte, man kann das irgendwie benutzen, um zu fliegen. Alter, ich will da nicht runterrutschen wegen wieder sowas. Auf Alter, holy. Was passiert, wenn man mit solchen Schuhen hier rumlaufen will und über Äste klettern und alles, ne? Zack, 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 zubereiten. Ja, sollten wir eigentlich auch machen. Zack, zack, schnell, schnell. Einmal hier Fläche, bam. Na, 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 na. Beg for mercy. Zack. So macht man das. Zack, zack. Scharfen Bolzenspitzen, aber auch einige von. Sehr gut. Komm, schnell zubereiten. Ah, ich brauch Feuer. Hehe, wisst ihr was? Das mit Euler heilen wird so ein bisschen nervig. Mach ich so, 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 so.
Sollte reichen. Ach, die haben ja auch was gedroppt. Masken haben wir genug. Ist jetzt nicht so das Problem. Was ist das für eine Kombination? Und zack. Ich wollte so viele Gegner wie möglich auf jeden Fall erwischen damit. Zack, zack, zack. Du nicht. Du kriegst mich so nicht. Und bam. Diese Pose. Jedes Mal. Okay. Zack. Zack. So. Hätte ja sein können, dass wir, wenn wir hier sind, irgendwie was anderes entdecken. Hier an, in den Truhen oder solche Sachen. Das sind ja wieder so diese 0815 Monster, bis auf der eine. Am Anfang, aber trotzdem. Ja, das ist ein Teleporter. Hier ist ein Ruinenwächter. 2, 3 Ruinenwächter. Da ist irgendwas gedroppt. Untersuchen. Aha. Bevor ich fighte, kurz drumherum laufen, gucken. Zack. Ich glaube, ich muss sie trennen. Einer soll näher kommen und... Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch drei gesehen hatte. So, Alter. Jetzt kassier. Ich hätte vorher nur L machen müssen. So. Euler, hier, Ulti. Einfach alles drauf. Und dann fighten wir mit Euler. Versuchen so viel Schaden zu fusern, wie es irgendwie geht. Ich sollte auf den einen fokussieren. Leider habe ich nicht den richtigen fokussiert. Uff, Alter, Eule hat von den hier, den Linken, gerade so viel Leben gezogen. Ey. Die Kombination ist wichtig, aber... Ey, aus, aus. Alter, lass mich den dann einen smashen. Gut, dass ich Schutzschild bekommen habe, den ich sowieso triggern hätten wollte. Zack, 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 Ulti. Leider habe ich den nicht mehr damagen können, aber... ich hätte vielleicht einen anderen fokussieren sollen. Okay, also Ulti, Alter. Ich habe gar keine Chance so. Das ist das Blöde daran, wenn man Emma nicht mehr hat. Zack. Die geben mir schon ordentlich was. Aber das kriege ich hin, das kriege ich hin. Vielleicht verliere ich einen Charakter, aber nein, glaube ich eher weniger. Gerade wenn Schutzschild weg... ich usen wollte. Hier, Lisa. Eigentlich sollte ich es mit Euler machen. Zack, 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 zack. Solange ich ein Schutzschild habe. Jetzt ist es weg. Wechseln wir auf Noelle. Noelle ist ein bisschen härter nehmen. Zack, zack. Und... bam. Klick. Das war cool, irgendwie dieser Kampf. Hat mir gefallen, ehrlich gesagt. Auch wenn wir voll kassiert hatten, aber trotzdem. So, die Truhe haben wir jetzt offen... wo befindet sich das Ding? Nee. Warte. Nein, ich wollte hier irgendwo gucken. Sieht ja selbst auf der Karte, dass da... Oh, okay. So kann man auch hochklettern. Rückwärts. Es kann sein, dass es oben ist, aber das ist eigentlich diese Siegeldinger. Oder muss ich denn vorher wirklich erst zu der Ruine gehen? Ach, da oben. Okay. Habe ich eben nicht gesehen. Jetzt können wir einen kleinen Überblick verschaffen von hier oben. Okay, wie sieht's denn aus? Dahin müssen wir. Da ist unser Ziel. Hier ist was. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. Ich sehe gerade nichts Besonderes. Ansonsten. So. Teleportationspunkt wieder freigeschaltet, aber leider keine Karte gesehen. Urgestein bekommen. Aber ist auch nicht so schlimm. Ist das aber echt tief. Naja, wie es dann weitergeht, werdet ihr dann in der nächsten Episode sehen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, denn dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Vor allem die Erkundung dieser Region ist doch irgendwie cool. Und ihr unterstützt mich aktiv so auch am besten auf YouTube. Ihr könnt auch mich auf meine Social Media Kanäle folgen, die ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich auch Sachen von anderen Spielen oder Projekte von mir. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.